färbt das ab, ja, oder was? Also weiß auch nicht. Alter, da krieg ich einen Hass bei so einer Aussage. Könnte ich reinschlagen? Könnte ich dir meinen Lipgloss quer durch die Nase als Piercing ziehen? Ehrlich? Nee, wirklich, da werde ich wütend bei so einer als wenn das abfärbt. Was soll das? Oh, wow. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ey, wir müssen uns heute The Real Life geben und ich stelle mir das heute erstmal an. Aber bevor wir uns The Real Life geben, müssen wir einfach mal drüber reden, was ist heute schon wieder auf Insta passiert alles. Irgendein Hacker hat Alex sein Insta angeblich gehackt und deswegen hat Alex kein Insta mehr. Petrovic Alex, ne? Finde ich nicht gut, muss ich ehrlich sagen, weil man kann sich ja in den sozialen Medien bitte oder man soll sich streiten können, ohne dass einem das komplette Brot weggenommen wird oder die Stimme abgesperrt wird. Es sei denn, du bist jemand wie der Wendler, der irgendwelche Verschwörungstheorien in diese Hardcore-Richtung vertreibt oder Atte Hillmann oder so, ja. Aber ansonsten finde ich es nicht richtig, einem wirklich das wegzunehmen, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das finde ich einfach cringe und nicht richtig, wenn er das denn wirklich war. Er bekennt sich dazu, dieser Hacker. Aber wer weiß, vielleicht wurde er auch einfach wegen Insta gesperrt. I don't know. So, Ton einstellen, damit der Juri auch ja nichts, ne Juri, hier meckert. Gut, Freunde, dann lasst es uns tun. Lasst uns The Real Life schauen. Ich würde sagen, ab geht's. Ain't nobody fucking with my click. Click, click, click. Ihr wisst ja, The Real Life gucke ich immer mit euch zusammen. Das heißt, ich habe das vorher noch überhaupt nicht gesehen. Ich bin wirklich gespannt. Lasst es uns gemeinsam tun! Schrei ich eigentlich? Das ist nur alles ganz am Anfang und ich will auch noch nicht so viel verraten, weil eigentlich bin ich ja gar nicht bereit für eine Beziehung, aber okay. Es tut mir jetzt erstmal ganz gut. Sophia Tomalla, macht mich balla balla, Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Also ich wollte jetzt eigentlich noch mal schnell einen Anwalt anrufen und ich würde gern trotzdem mal fragen, ob wir das überhaupt rausbringen können. So. Ich habe dir auch gesagt, ey Sophia, ich mach einen Song für dich, ne? Ich habe dir das so gesagt. Und wer hat da reagiert? Die hat gefragt, wo ist der Baum? An dem ich mich aufhängen kann. Ich weiß hier, original, das hat die zu mir gesagt am Flughafen. Ja, ja, eigentlich ist das ein Kompliment von mir auch so. Für Sophia, oder? Ja, klar. Du hast richtig gerade gemerkt, wie er unsicher eigentlich ist, der Calvin, und den Produzenten mit den Augen gefragt hat. Und als der Produzent nicht geantwortet hat, ja, oder? Das ist eigentlich ein Kompliment für Sophia. Von mir. Oder? Ich meine ja nicht für jeden ein Lied. Hast du Rap-Text schon was? Ich hab schon sehr viel vorbereitet. Ich brauche nur gleich kurz noch ein bisschen, um das nochmal auf dem Beat zu hören und nochmal durchzugehen. Der Song ist übrigens draußen. Gestern Abend landet er in den sozialen Medien, ne? Aber Hook, die machen wir einfach so. Ja, dann geh rüber. Sing das einmal ein. Dann haben wir's, ne? So, ja, ja. Komm, lass mal gucken. Nimm dir den Kopfhörer. Welchen von den fünf? Also den hier. Jo, jo. Ja, ja. Sophia Tomalla, macht mich balla balla. Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Sophia Tomalla, macht mich balla balla. Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Okay. Ich kann halt nicht so geil singen, ne? Ja, sing dich jetzt ein paar Mal ein. Ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Freunde, ich muss so dringend los. Wir machen das jetzt einfach 20 Mal und wenn sein muss auch 100 Mal. Aber ist nicht sogar besser, wenn ich sag, wenn ich das einmal wegen, ich sag ja, sie ist der Knaller und dann, dass ich da Stopp mache und dass wir dann Sophia Tomalla nochmal neu aufnehmen, damit das Knaller so geil rüberzieht. Ja, du solltest wenigstens diese vier Sätze schon am Stück machen. Ja, das musst du hinkriegen schon, ne? Wir können das natürlich schneiden, aber irgendwann hört es auf zu grooven. Ja, okay. Also ich lass noch mal laufen. Probier noch mal bis zum Ende. Wenn die Luft nicht reicht, müssen wir es halt schneiden. Sophia Tomalla, mach mich balla balla. Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Sophia Tomalla, mach mich balla balla. Sophia Tomalla, sie ist der Knaller. Also ich muss sagen, muss ich ehrlich sagen, also es gibt Schlimmeres. Ja, das ist so, dass ich höre ja so ein bisschen auch, man kann das ein bisschen raushören, der ist nicht schief. Also so grottenschlecht oder so grottenschief, das ist der nicht. Der Song an sich ist halt einfach cringe und hat einfach keinen, ist halt keine Kunst, ne? Aber an sich macht er es, für das er halt kein Sänger ist oder kein, ne? Macht er das jetzt nicht schlecht. Also für seine Sparte der reinen Unterhaltung, der Trash-Unterhaltung, ist das, finde ich, ganz gut eigentlich, ja? Für dich in Ordnung. Du bist ziemlich außer Atem gerade. Nicht, dass du jetzt ja, ich hab auch gegrölt, Alter, wie im Fußballstadion. Okay. Du bist voll warm schon, ey. Dann lass uns mal erste Strophe Rap probieren. Bist du bereit? Jetzt dann lassen wir laufen, ja?
Ja. Ich hab sie gefunden, mein Perfect Match. Und ich bleibe diesmal treu, wirklich jetzt. Es gibt keine, die so moderiert, straight in die Fresse rein. Keine ist halt so beliebt wie mein Schätzelein. Was mich etwas stört, ist dein Till Lindemann-Tattoo. Doch ich hab da ne Idee, wir machen mein Gesicht dazu. Ich schwör, ich mach den Haushalt und ich werd dein Hausmann. Du weißt, dass ich das Zeug hab und ich es drauf hab. Sophia Tomala. Geil, Alter. Scheiße, ja. Geil. Komm mal. Nicht schlecht. Ist halt Trash, auch der Rap, so die Texte. Aber trotzdem finde ich das nicht schlecht. Das würde ich einfach mal so sagen. Direkt so nehmen. Ich würde das, ich feier, egal. Ja. Ich würde das direkt nehmen. Das ruft wie ein Uhrwerk. Ja. Digga, wird ja schon mal, hier ist ja schon ganz geil. Ja. Aber auf dieses Schiefe wird alles noch ausgedingst. Wie gesagt, ich bin Sänger, Alter. Aber das wie Schiefe, das ist alles schon bearbeitet. Laber nicht, Alter. ernsthaft? Ein bisschen schon, war jetzt kein Spaß. Aber mit, also, okay, scheiße. Da müssen wir auf jeden Fall noch das ist schon viel unterlegen, ne? Ich finde das jetzt, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Nee, finde ich auch nicht schlimm. Da sind jetzt ein paar Sachen noch ein bisschen, bisschen minimal flat. Ja, da kommt ja eh noch der Chor drunter. Ja, okay, das ist wichtig, ja. Da kommt der Chor drunter, aber das ist jetzt nicht so weit weg von dem, was wir brauchen. Was Calvin unheimlich gut kann, ist rappen. Der hat ein Timing wie ein Uhrwerk, das ist sowas von genau. Für Nicht-Sänger oder Nicht-Rapper eigentlich finde ich das auch, finde ich gut. Wollte jetzt eigentlich nochmal schnell einen Anwalt anrufen, weil wir wissen jetzt, wo die Reise hingeht so. Und ich würde gern trotzdem mal fragen, ob wir das überhaupt rausbringen können so. Na klar kannst du es rausbringen, was kein Anwalt für. Ist Calvin, hi. Ich habe mal eine Frage wegen, ich will so ein Tomala-Lied machen. Der Anwalt so. Ja, du, hey, ich habe da mal eine Frage so. Ich will da so ein Tomala-Song machen. Für Sophia Tomala. Die wird namentlich genannt. Ich hab der das schon mal gesagt, dass ich einen Song machen will, ja? Die hat gefragt, wo ist der Baum? Der Baum, an dem sie sich aufhängen kann. Also die hat eigentlich gelacht dabei. Sophia Tomala, macht mich balla balla, Sophia Tomala, sie ist der Knaller. Und dann sag ich halt eigentlich nur in den Textzeilen so, warte, ich muss noch mal gucken, ich hab's schon wieder vergessen. Ja eben, es war nichts Böses, es war nichts Gemeines oder so. Dass mich ihr Till Lindemann-Tattoo stört und dass ich den Haushalt mache. Schick doch den per Mail einmal den Text rüber. Ja. Oder wir schicken den Song kurz rüber. Kann ich dir den Text mal ganz kurz rüberschicken und du sagst mir gleich, ob das funktioniert oder nicht? Dass dir den verbietet, muss ich mit rechnen. Ja, check das mal bitte, Alter. Scheiße, Alter. Okay, ciao. Also ich hätte schon mal damit irgendwas zu reißen mit dem Song. Na klar, in erster Linie ist es natürlich ein Spaßprojekt so, ne? Aber da steckt halt ein bisschen Potenzial auch drin, deswegen sollte man einfach ausschöpfen. Ja, next. Diogo. In der Ausbildung nichts für mich ist, indem ich auch sehr viel gezeichnet habe, seitdem ich klein bin. Okay. Und mein Vater auch künstlerisch begabt ist. Und dann habe ich das mit Freunden gelernt, die ersten Schritte. Und da hat sich schnell herausgestellt, dass ich ein Talent dafür habe. Okay. Ja, und so bin ich schnell da in dem Bereich. Ein bisschen reden beim Tattoo-Stechen und ohne Mundschutz ist auch geil. So in den offenen Wunden so reinreden und so. Schön die Viren reinschleudern. Chockgüsel. 2017 habe ich mein Tattoo-Studio eröffnet. Ich mache auf jeden Fall jetzt das 5-jährige Jubiläum nächsten Monat. Ich arbeite meistens im Realistikbereich, heißt mit realistischen, echten Bildern. Aber auch selbst wenn nicht, kann ich aus echten Bildern auch einen Comic-Style machen oder sonst was. Ich habe jetzt selber zum ersten Mal mit meiner Ex-Partnerin ein Partner-Tattoo gemacht. Mittlerweile gucke ich mir das an und denke mir auch für die neue Partnerin, es ist nicht cool. So, es ist auch direkt hier an der Hand, am Finger. Mhm. Muss nicht sein. Ich möchte auch nicht mehr daran denken. Möchte das nicht mehr direkt jeden Tag sehen. Ja, ich glaube, Vanessa sieht das so ähnlich wie ich. Ich guck gerade mal wegen Mundschutz. Das Arbeitmuster ist nur dann vorgeschrieben, wenn in der Behandlung Flüssigkeitsspritzer entstehen können. Das ist ja eine offene Wunde. Das geht ja wirklich in die Haut rein, das Tätowieren. Du blutest auch, bist sehr nah. Und dann hast du ja, aus dem Mund kommen ja Speichel, Spritzer und so. I don't know, ja. Also wenn selbst eine Kosmetikerin mit Mundschutz arbeitet am Gesicht. I don't know, ich weiß nicht, aber gut, okay. Deswegen, also meine Tätowierer, ich bin ja auch tätowiert am Körper und so, haben alle immer Mundschutz getragen. Deswegen ist das für mich gerade so, aber... Hm? Melody Support. Ja, ich bin natürlich mentale Unterstützung, aber ich finde es auch irgendwie geil, so ein bisschen shady, so ein Partner-Tattoo also entfernen lassen. Ist schon ein Statement und da will ich natürlich in der ersten Reihe mit dabei sein. Nitz auch, du bist auch dabei. Viele fragen mich auch immer, ich habe ja mein Milan-Tattoo hier und für mich war das ganz bewusst damals gestrochen, nicht nur als Tattoo für ihn, sondern für mich. Milan hat damals mir, das war der erste Mann, der mich bedingungslos geliebt hat, nach
wie viele Jahre? 10 Jahren. Und meine ganzen Ex-Freunde wisst ihr ja, wie schlimm die Beziehungen waren. Beidseitig, ne? Also ich gebe es nicht an die Schuld, das wisst ihr ja. Viele fragen, warum ich das nicht wegmachen lasse. Genau deswegen. Das ist für mich der Mann. Also ich habe mit ihm ja auch 2 Firmen. Er ist mir sehr wichtig. Und das ist eine pure Dankbarkeit auch. Ein purer Lebensabschnitt. Eine Erinnerung, eine positive. Das heißt, steht also nicht für die reine Liebe zu ihm, sondern für sehr viel mehr. Und deswegen bleibt das stehen. Und deswegen akzeptiert und respektiert das der Patrick auch. Und weil das ja nicht die Zugehörigkeit, ja, beweist bei mir. Aber ansonsten, wenn man so Partner-Tattoos macht, finde ich das immer sehr schwierig, sehr schwierig. Für mich hat das ein ganz anderes Statement und dann muss man diese Partner-Tattoos immer wegmachen. Deswegen muss man sich immer wirklich ganz genau überlegen, was man sich tätowieren lässt. Immer wichtig. Eine Geschichte dahinter, aber ich will einfach damit nichts mehr zu tun haben und komplett emotional auch damit abschließen, deswegen kommt es weg. Und ich bin froh, dass heute der Tag ist. Hast du schon mal ein Tattoo entfernen lassen? Ja, tatsächlich. Auf dem Fuß bei mir, weil... Tattoo entfernen tut enorm weh. Ich habe versucht, etwas hier zu entfernen bei mir, weil hier hat so ein Gast-Tätowierer sich ran getraut und die sehen aus wie so Bravo-Abzieher. Dann habe ich das einmal eine Sitzung gemacht, nach der einen Sitzung bin ich gestorben, bin nie wieder hingegangen. Ich würde sagen, lass ich das lieber so. Oh Gott, das tut so weh. Entfernung so 10 bis 15 Behandlungen, immer so im 8-Wochen-Rhythmus. Yeah. Das ist natürlich ja schon viel. Das Lustige ist, eigentlich brauche ich für dieses Tattoo-Entfernen länger, als die Beziehung mit mir und Yoko war. Das ist ja auch irgendwie was ganz Lustiges. Ja, aber egal, man lernt aus seinen Fehlern. Und für meine nächste Beziehung gibt es erstmal kein Partner-Tattoo. Gut so, sehr gut. Ein bisschen verhandeln eventuell, ihm sagen, was wir vorhaben, worauf wir Bock haben und gucken, dass wir halt nicht nur Veranstalter sind, sondern auch richtig in den Club reinkommen, weißt du? Mal gucken, was Jogo sagt. Tagchen. Moin. Kelvin, hi. Auch mal wieder im Lande. Endlich. Auch mal wieder hier. Boah, ich hab's auch vermisst, zu tätowieren, ne? Ich höre. Ja, ich hab dich auch vermisst. Du Pimmel, ey. Warst die ganze Zeit weg. Ich hab einen neuen Song aufgenommen. Geil, wie? Für meine Traumfrau. Wer ist das? Du kennst die. Yeah. Wer ist das? Auch mal eine Sendung von dir moderiert. Ja. Sophia Tomala. Genau. Ich hab Song für die aufgenommen. Geil. Ich schwöre, geiler Song. Sophia Tomala, macht mich balla balla, Sophia Tomala. Beste ist der Tätowierer da hinten, habt ihr den gerade gesehen? Der so guckt Richtung Kamera und lacht so. Sie ist der Knaller, Sophia Tomala. Macht mich balla balla, Sophia Tomala. Warte, ich muss gucken, Digga, warte. Ich bin jetzt nicht vorbereitet. Hast du jetzt eigentlich öffentlich gemacht mit deiner neuen Perle? Seid ihr zusammen richtig? Ja, ja. Laber, seit wann denn so richtig? Ja, also zusammen sind wir ja jetzt seit kurzem, ne? Also wir kennen sie aber schon länger, ne? Ich kenne sie seit 2021. Krass. Also vor Vanessa. Aber? Nur dann bin ich ja in die ganzen Shows reingegangen und so, dann hatte ich auch fast gar keinen Kontakt mit ihr und so, ne? Jogos neue Freundin, ich finde die super. Fast gar keinen Kontakt, ist auch immer geil. Sympathisch, da kannst du quatschen, ne? Die stört irgendwie null oder so, ne? Ich finde die total. Oh, das ist aber nett, oder? Dass die null stört, dass eine Frau null stört. Oh, das muss erwähnt werden. Ja, cool auch, ja. Ich kann sie schon, ja. Ach, aber Vanessa ist Zeit sogar. Ja, ja. Aber ich hatte ja nichts damit, der, weil, ja klar, da war ich ja mit Vanessa zusammen und auch davor. Aber ist das die, wo die Vanessa dir vorwirft, so, das ist. Nein, kann nicht sein. So, weil das stimmt ja nicht. Die eine Sache, weißt du noch, wo ich Vanessa am Kennenlernen war? Direkt am Anfang, nach Ex on the Beach, im Urlaub, kam eine Nachricht von ihr. Das hat sie auf dem Handy gesehen, den Namen. Aber ich hatte halt Kontakt mit ihr so ein bisschen. Ja, so, da war es nämlich. Ich hatte halt nämlich Kontakt mit ihr so ein bisschen. So, das macht man einfach nicht. Das macht man einfach nicht. Und jetzt ist er mit der Ollen zusammen und Vanessa muss sich ihren Teil dazu denken, so, ne? Ja, Bro. Aber ist halt, da lief halt nichts Festes, ne? Ja, und? Da lief nichts Festes. Und schreiben aber. Schreiben beginnt ja schon, wenn das so in die, ne, ist es auch eine Form von Betrug. Es sei denn, es ist wirklich rein platonisch und alles. Aber man sieht ja, dass es nicht platonisch ist, ne? Wann bist du denn fertig eigentlich? Brauche ich 20 Minuten? Ja. Das Tattoo hat die besten Zeiten hinter sich. Ja. Jetzt kommt es weg. Okay, das ist so ein kleines Mini-Tattoo. Oh, Freunde. Das würde ich drüber tätowieren. Ich würde da irgendwie so einen Pimmel drüber malen oder so. Nein, Spaß, aber ich würde da irgendwas anderes drüber, so eine kleine Blume drüber machen. Anstatt, überleg mal, die braucht 10 bis 15 Sitzungen, alle 8 Wochen. Immer ist die 4 Jahre an dem Scheiß dran, an dem kleinen Pimmel-Tattoo. Hier, mach eine Blume drüber und gut ist. Oh, Bruder. Schwester. Würde ich mir auch weglasern lassen, ja. Vanessa, ja. Erstmal Desinfektion, es wird mal nass und kalt. Behalten. Ja.
Aber ich habe immer schon gesagt, ich steche das extra da weit unten, dass falls irgendwas ist, dass ich es eben wegmachen kann. Ja gut, aber da kann man doch was drüber machen. Da kann man super eine Blume draus machen. Hier, sowas. Sowas, ne? Da kann man das wirklich locker drüber machen. Irgendwie. So, Laserstrahler und dann wird glücklich. Ich denke auf jeden Fall, dass das wehtut, aber es ist ja mini klein und Indiana kennt keinen Schmerz. Alles klar, dann starten wir. Ui, das tut aber gescheit weh. Hm. Deswegen habe ich das nicht mehr weitergemacht. Wow. Genau deswegen hätte ich es einfach nur übertätowiert, Vanessa. Heute ist so ein wunderschöner Tag. Wuhu. Ich mache mir safe nie wieder ein Partner-Tattoo, sage ich euch. Auf der Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, so ja, 4. Also hat schon ein bisschen gezogen. Das ist eher so, wie wenn man mit so einem Feuerzeug die ganze Zeit über die Haut fährt und es wird zu heiß und man kann das, den Fuß aber nicht wegziehen. Ah. Aber ich muss sagen, es tut schon weh. Ja, ach, ach, ach. Cosimo und Natalie. Wollt ihr Süßigkeiten an mir süßen heute Abend? Ja, okay. Weil eigentlich bin ich ja gar nicht bereit für eine Beziehung, aber es tut mir jetzt erstmal ganz gut. Okay. Also Diogo ist für mich halt einfach so ein Typ, der ist halt anwesend, aber es juckt mich halt eigentlich nicht. Also natürlich, ich bin froh, wenn ich ihn einfach nicht sehe. Ich habe jetzt kein Problem mit ihm, aber ich bin natürlich glücklicher, wenn der jetzt heute nicht auftaucht. Man munkelt. Wir sind heute auf Sams Party und lassen sie ja ordentlich treffen, ne? Yeah. Wisst ihr, was ich immer, wenn ich das alles so sehe, die Kostüme, dann ist es irgendwie, alle verkleiden sich als Domina, Tabledancerin, Prostituierte, Stripperin, Tabledancerin, das ist das Gleiche. Sowas halt irgendwie, ne? Alle Frauen irgendwie zu Halloween und Karneval. Woher kennt ihr denn jetzt? Es gibt hier so eine, die redet voll schlecht, hat voll schlecht, diese Ina Ogo, über Melody geredet, dass sie ihren Körper auf OnlyFans verkauft. Aber dann lädt man so ein Reel hoch, wo man einer Stange in einem ganz knappen Höschen, wo man den Hintern sieht, regelt und tanzt. Ne? Das ist immer so zu Halloween. So, ja. Bruder, dein verstecktes Ich eigentlich so, ne? Wir haben uns im Swingerclub kennengelernt. Warum, wer weiß? Mhm. Aber ich will hier noch gleich mehr Haut sehen. Ich hoffe, ihr lasst hier noch mal was krachen. Na klar. Ja, und wir haben nur auf dich gewartet. Ich würde sagen, für dich suchen wir gleich jemand Neues. Sehr gut. Ihr wart schon mal dabei. Ach so. Ich bin in der Begleitung hier. Ach so. Ich schau das jetzt süßer. Ja, ich guck's mir gleich noch mal an. Ich würde sagen, wir trinken gleich einen zusammen. Ja, lass mal trinken. Ich hätte mich auch schon entdeckt. Hallo, wir sehen uns. Also, das ist die liebe Theresia. Wir waren zusammen beim Club der guten Laune in Thailand in einer anderen TV-Show und kennen uns schon ganz lange und haben uns kennen und lieben gelernt. Aber weißt du? Ich erzähl dir alles ohne Kamera. Ja, okay. Bist du zusammen? Ein Monat. Vanessa, was kannst du uns denn über deinen Mr. X erzählen? Ja, der ist hier anwesend und das war's. Also es gibt hier keine genauen Erklärungen von mir. Nee, wir sind nicht offiziell ein Paar. Aber auf einem guten Weg dahin? Wie bitte? Auf einem guten Weg dahin? Wir lernen uns gerade kennen und schauen jetzt einfach mal, wo das hinführt. Ja? Also ich komme ja gerade erst aus einer Beziehung und ich glaube, man muss das erstmal alles so verarbeiten. Ich muss jetzt mal ankommen in meiner neuen Wohnung oder bin da gerade erst angekommen. Und jetzt halt einfach schauen, wie das so wird und wie sich das so weiterentwickelt. Wir kennen uns ja erst seit kurzem und ja. Sag niemals nie, deswegen mal schauen. Aha, okay. Wir haben uns auch ein paar Mal schon mal privat mit ihm getroffen. So, wir sind Freunde auch und wir sind keine langweiligen Menschen. Wenn gute Freunde dabei sind, ich hätte kein Problem damit. Aber ich weiß, sie würde halt die ganze Zeit angemacht werden. Nicht jeder redet einfach nur normal. Hallo, sondern es gibt Kinder. Auch Männer, die kommen, machen so. Da seid ihr ja und wieder. Das würde mich schlecht drauf machen, weißt du? Ja, Cosimo hat schon seine Eifersuchtsphasen, aber ja, jetzt nicht immer. Ab und zu mal kommt's raus. Er sagt, wenn ich betrunken bin, bin ich irgendwie ein bisschen anders. Aber finde ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, vielleicht bin ich dann ein bisschen lockerer oder so. Und es gefällt ihm nicht so ganz, wenn ich mich dann noch mehr mit anderen Menschen unterhalte. Aber generell, ja, doch, er ist schon eifersüchtig. Die passen gut zusammen, finde ich. Bitte schön. Ach so, die kriegt ja ein Kind und jetzt kriegt sie eine Testpuppe, ne? Der Diogo und ich, wir wollen heute mal in den Club gehen und so ein bisschen mit dem richtigen Chef sprechen. Ne? Was hast du mit dem Boden vor? Der Boden? Wer guckt denn auf den Boden im Club so, ne? Schatzi! Cosimo schreit einfach von der Seite die ganze Zeit irgendwelche blöden Sachen in meine Richtung. Ich will gar nichts mit ihm jetzt hier zu tun haben. Wir gehen hier einfach, wir haben Spaß.
gucken wir uns direkt an, Folge 9, Freunde. Oder heute geben wir uns die volle Suppe. Weiter geht's. Also, Tante, du wolltest mir ja heute zeigen, wie man mit einem Baby umgeht. Und ich bin gespannt, was du vorbereitet hast. Was hast du denn? Sehen gleich. Ich hab gleich was ganz Schönes für dich. Eine Puppe. Und dann kannst du mir mal zeigen, wie das ist. Ein bisschen Respekt davor, weil das ist ja auch ein ganz neuer Lebensabschnitt für mich und meinen Partner. Und ich bin einfach so aufgeregt und gespannt auf die ganze, ja, auf die ganze Situation, die auf mich zukommt. Okay. Mein Partner und ich, wir haben jetzt nicht auf Krampf irgendwie versucht, wir wollen jetzt unbedingt ein Kind. Wir haben einfach gesagt, wenn es kommt, dann kommt. Wenn das jetzt nicht kommt, dann halt in ein paar Jahren. Aber wir haben es dann versucht und es kam dann direkt. Also. Ja, mein Daddy hat immer gesagt früher, du kommst schneller, also du kommst schneller als ein Kind ran als ein 5-Euro-Schein, ja. Also das hat meiner immer gesagt. Und das hat mich immer so vorgeprägt, deswegen war ich immer vorsichtig und nicht zu früh Kinder bekommen, etc. Was mit an die bessere Hälfte, dein Schatz? Wie fühlt er sich dabei? Also dem geht's gut. Die ersten 3 Monate ging es mir voll schlecht. Und da hat er alles für mich getan. Also der ist für mich einkaufen gegangen. So richtig, war Ehrenmann einfach. Schön, Ehrenmann, das ist und schön. Jetzt, mir geht's ja viel besser. Und ja, der freut sich halt auch, ne? Total. Schön. Ich halte sehr ja meine Beziehung einfach privat. Ich zeige meinen Freund halt nicht so in der Öffentlichkeit. Vielleicht wird sich das in Zukunft ändern, aber stand jetzt einfach nicht. Gut, manchmal echt besser so. Leute, Auge auf unsere Beziehung machen. Ja. Ja, ist richtig so. Als meine Familie erfahren hat, dass ich schwanger bin, haben die sich alle sehr, sehr, sehr gefreut. Wir sind alle sehr happy. Nur meine Mutter hat schon so ein bisschen Bedenken, weil ich so jung bin, ob ich das alles... Nie nieder. Mhm. Was denn? Komm, geteiltes Halb. Teiltes Halb. Aber halb, du willst halb mitgucken. Wegen meinem Bruder auch, ne, dass er das leider nicht miterleben darf, kann. Aber er ist immer bei Alessia. Der Bruder, das ist der Bruder von Willi Schutzengel. Ja. Also meine Tante hat ja sozusagen meinen Vater auch mit großgezogen. Und jetzt wird sie auch mein Enkel, sage ich schon, mein Kind großziehen. Und ich finde das voll schön. Und ich kann diese halt zwei Jahre mit meiner Tante zusammen lernen, weil die halt viel Erfahrung auch von Kindern hat. Ja. Und sie ist ja auch immer mit Kindern groß geworden. Und ich bin gespannt, was du mir zu zeigen hast. Das wirst du gleich sehen. Ich mache mir absolut gar keine Sorgen wegen meinem Alter, also weil ich jetzt so jung bin. Weil bei uns ist das so. Meine Mutter ist früh Mutter geworden, meine Oma ist früh Mutter geworden, meine Tante, jeder von uns ist irgendwie früh Mutter geworden. Das Alter ist nur eine Zahl, ne? Das hat nichts damit zu tun. Ja. Ich krieg das auf jeden Fall hin. Das meine ich ja. Und deswegen, aber die ist schon so 2 Jahre mit dem Partner zusammen. Mann, weil ich habe. Und jetzt bringt sie ihr so eine Fake-Puppe, um so wie Kind, geht man mit Kindern um. Wenn du mal ein Baby am Arm hast. Bitte schön. Hallo. Guck mal. So, das Kind schreit jetzt. Beruhigt mal. Ist ja nicht. Aber cringe. Ist echt cringe. Nee, Mama, ohne nur. Das machen. Und dann, so, die weint jetzt. Oder der, ist real. Auf jeden Fall weint. So, ja, das Ärmchen muss er aufpassen. Ärmchen schön nach vorne ist. So, Türchen richtig du bist an. Verrückt. Kennst du dich diese Living Dolls? Ja, die diese ich. Kleinen, habe ich schon die mal kenn gezeigt. Ich. Kennt ihr das, Freunde? Kenn, ja. Es gibt so richtige so Puppen, so diesen, wie echt. Und da gibt es richtige Communities, so richtige Gruppierungen, die mit diesen echten, lebenden Puppen richtig, ja, die behandeln wie richtige Kinder. Ist es nicht in den USA sogar so, dass es wirklich für so zur Praxis nehmen? Also so zum Üben? Ist das nicht so? Ja, zum Üben, ja, maybe. Aber nein, ich meine, die behandeln das wie echte Kinder. Es gibt da so richtige... So fetisch, oder? Ja, Juri, wir blenden das jetzt mal ein, damit jeder von euch weiß, was ich meine. Das ist er. Das ist unser Luca. Ich werde jetzt hier im Babyzimmer weitermachen. Ich habe nämlich hier ein bisschen was noch vor. Ich finde das nur halt ganz schön, damit man da vielleicht auch Mützen reinpacken kann. Also alles, was man so für Winter und Co. braucht. Da ist er auch schon, kleine Knutschmausi. Seitdem Aaron jetzt weg ist, ist tatsächlich sie wieder die Zierliste hier bei uns in der Familie. Wenn das Kind gegessen hat, ne, muss ich immer gucken auf das Köpfchen. Ja, das Köpfchen ist immer wichtig. So, jetzt hat sie gegessen, jetzt macht man ein Bäuerchen mit ihr. Oder der, ich sag mal eher ein der. Bäuerchen. Dann mach ich so. Genau. Also wissen wir schon, dass sie eigentlich eine Tochter bekommt, weil sie immer sagt, sie. Ja. Gut, gut, wie? Bäuerchen. Egal. Ungesucht, bisschen. Bäuerchen. Das steht dir. Alessia ist ungewohnt, du im Kicker.
Lacht ihr sich tot? Ich glaub das nicht. Das ist wirklich total ungewohnt. Na süß, ich finde die sympathisch, also, mir die Dame. Ist das schon bewusst, ne? Dass ein kleines Baby nicht nur spaßig ist oder irgendwie schön, sondern auch anstrengend. Und man sagt ja auch, man hat anfangs so sehr wenig Schlaf. Also mir ist das schon alles bewusst. Ich habe schon Respekt vor der ganzen Sache, weil das... Bewusst ja, aber wenn es dann eintritt und man nicht pennen kann... Man kann sich nicht vorbereiten auf und, sowas. Ja, und oh Gott, das, ich stelle mir das übel vor. Mal. Vorsichtig bitte mit dem Kopf, ne? Ja. Aufpassen. So. Warum ist hier so random so eine Pflanze auf dem Teppich? Du kannst... Hey, leiser, wie geht's? Alles klar? Alles klar? Ja, raus. Es geht, Bruder. Tick, Trick und Track. Tiefer rein. Ja, geht's schön, aus? Dass du da bist. Geil, ne? Schöner Laden, ja. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Gar keine Frage. Wir sind ja genau mitten im Geschehen, oder? Ach, der kleine Kackladen. Dort ist das Dollhaus gewesen. Ah ja? Ja, ich kenne die Ringe ja wirklich in- und auswendig. Okay, jetzt guck mal jetzt, was die da drin haben. Wir müssen jetzt näher an die Sache rangehen und detaillierter, damit das Ganze auch in Lauf kommt und so schnell wie möglich auch eine neue Öffnung kriegt. Der Eingang ist immer noch kleiner als der von den daneben. Jetzt ja, das kann sein. Ja. Deswegen müssen wir das aufwendiger machen. Auf jeden Fall. Die Feedbacks, die ihr gebt, die kann man mitnehmen. Ja, natürlich. Warte. Und wenn es da was Besseres gibt, warum nicht? Ich bin irritiert. Warte kurz. Ja, sollen wir uns mal den Laden innen anschauen? Ja, komm gerne. Muss ich gucken. Warte. Das ist das Dollhaus gewesen, da. Links davon ist das Dollhaus gewesen. Und das ist der Seitenerkannung. Okay, jetzt will ich wissen, wo es da runter geht. Die haben es umgebaut. Ja, das Dollhaus. Ehrlich? Das ist ehemalig, ja. Das ist unten gewesen, wo wir dann vorher früher unten getanzt haben, weil wir dann oben Club draus gemacht haben. Mhm. Die letzten 2 Jahre. Da gehst du runter. Ja, richtig. Klar, das ist ja auch das, was du vorhast. Ja. Ist umgebaut. Und wir letztendlich auch, dass wir dem Ganzen neuen Look geben. Auf jeden Fall. Ne? Also da wäre ich auf jeden Fall also dabei. Also das wurde das Konzept gesplittet. Des Clubs ist halt, wir haben oben eine Bar, in der du reinkommst, wo du halt dieses typische Bar-Erlebnis machen kannst. So. Okay. Total geil, ich liebe so Steinwände. Aber es hat so ein bisschen Kneipen-Style oder was auch immer. Von der Farbe her. Unser Gedanke war auch, ne, haben wir auch schon besprochen, ein bisschen dieses Vintage-Retro-Style, ja. Aber modern. Genau. Weißt du, was ich meine? Ja, verstanden. Ja, sollen wir mal runtergehen, sollen wir mal schauen? Auf jeden Fall. Oder? Ja, lass uns kommen. Dann gehen wir mal runter. Und unten ist ein Club. Ja. Das ist eine Disco. Oben Bar, da unter der Woche die Tische. Bar, Wochenende, Party hard, Alter. I like you, I really, really like you. Das war zu schnell. Das. Da ist die rote Tür noch. Die Feuerschutztür. Dollhaus war ja rot, alles durch schwarz. Auch brutal, das ist Hammer. Das ja. Haben wir halt als Foto-Ecke. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, das ist die Attraktion hier, ne? Mega schön. Flügel kennt ihr ja wahrscheinlich, gibt's schon. Ja, Flügel kennen wir. Sitzt hier mit dem Platz auch so. Ah, stark, haben sie gut gemacht. Sag mal jetzt, wenn man hier 300 Gäste hat oder so. Ja, das für 300 passt, aber wenn es auf 500 hochgeht, dann haben wir schon Probleme hier, ne? Ja, das ist ein ganz kleiner Club unten. Hast du was gesehen hier? Guck mal. Oh, die sind echt geil. Ja. Das ist einfach ein Mund hier. Ja, yeah, genau. Boah, ist das sexistisch. Boah, ist das ekelhaft. Das ist einfach ein Mund. Du pisst in den Mund. Das, sowas fällt nur Männern ein. Oder? Stell mal vor, wir Frauen würden auf der Frauenkabine, auf der Frauentoilette ein Herrengesicht machen, wo wir reinkacken. Ja, Entschuldigung. Du musst ja wieder direkt rein. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, wo wir rein. Bruder. Da muss man sich schon mal drüber unterhalten. Gott, ist das schlecht. Was ist hier mit den Fliesen? Ja, kann man auch. Ja. Freuen die dir? Das ist ja nur ein Klo, oder? Ja, genau. Ich weiß nicht, was du da vorhast. Das ist ja nur eine Toilette. Also, wenn es nach mir geht, ne, klar, ich bin da nicht so. Ich bin da eher lockerer. Anspruchsloser, sozusagen, würde ich sagen, oder? Ja. Es ist brutal. DJ, den haben wir da oben. Das ist aber ganz schnell zu ändern, dass man den dann auf jeden Fall hier hinbringt. Boah, ist das hier klein. Auch dann, ja, ist sehr klein, der Club. Mit sehr dem klein. DJ mehr Kontakt haben. Provisorisch, wenn wir eine Bühne brauchen. Geht auch ganz schnell. Digga, Bühne ist da. Auch, ja, brutal. Bühne. Da war die Bar auch früher, von dem kleinen Dollhaus unten, von dem umgebauten. Den Boden? Weil der ist an sich cool, aber keine Ahnung, da, hier sind so Marken. Der Boden, wer guckt denn auf den Boden im Club so, ne? Wir brauchen geile Bar, ne? Und so. Das siehst du wirklich nicht, also bei gutem Licht und so achtest du nicht auf den Boden. Nicht auf den Boden. Nicht auf den Boden. Also, ja. Also, mir geht's jetzt vorher ums Geschäft, voll, ne? Das sind noch die Stehtische. Obwohl, ne, die waren rot, Entschuldigung. Natürlich kann der eine das andere, das eine besser als der andere. Es ist so, dass ich eher so der Geschäftsmann bin oder ich schon Geschäftserfahrungen habe seit Jahren und der Kelvin ist so eher der Partytyp. Ja, also Diogo eher so fürs Eingemachte, ne? Ich
bring halt so mein Party-Know-how mit und so, ne? Und den Rest. Ich bin einfach nur da. Wenn ich da bin, kommen die Leute nämlich zum Feiern. Ich sag's doch einfach nur. Ja. Wir haben schon einer Meinung. Ja, so, Geschmackssache. Ja, super geil. Ja, ne? Diogo, der hat das voll drauf. Diogo ist da ein bisschen besser drin so als ich, ne? In der Materie, sage ich jetzt einfach mal, ne? Der soll mal reden jetzt. Ich war Wusstest ja schon du, oft dass genug du, dass da mir ein Table Dance Club gehört hat in Brühl, dass ich Geschäftsführerin eines Table Dance Clubs war? Du? Mhm, ja. Nicht lange, ein halbes Jahr. Was? Mhm, war ich CEO da direkt am Puff in Brühl. Da war oben drüber war Bordell, also Laufhaus. Really? Und unten war, ich wollte den Laden zum Laufen bringen. Ja, geht, ja. Ja, ja. Ich weiß nicht, ich habe so viel Schrott schon auch gemacht und so viel Scheiße, Alter. Ja, das eine macht es gerade jetzt auch nicht mehr fertig. Oh, nee. Weißt du, der soll jetzt mal reden. Ich bin bis nachts um 5 habe ich da, war ich CEO, also 6 in der Früh und um 8 Uhr habe ich die Fortbildung gemacht zur Massage Ayurveda. Das war da, wo ich gesagt habe, bin ich eingeschlafen. Ach nee, das habe ich meiner Schwester sonst erzählt. Wo ich bin eingeschlafen morgens, weil ich so fertig war. Ich habe durchgezogen, die Fortbildung. Und nachts habe ich dann da. Ich finde, wenn wir. Die Frauen tanzen. Damit offiziell gehen, ja, müssen wir eine neue Eröffnung machen. Ja, Konzession habe ich ja schon. Ihr werdet ja Partner. Ja, richtig. So, und dann sind halt noch ein paar Sachen einzuhalten. Mhm. Die ganzen Dokumente und so weiter. Wenn ich da sage auch noch zu den Frauen so, ey, ich bin jetzt hier auch noch Clubbesitzer so. Mal noch. Clubbesitzer. Boah, das ist auf jeden Fall was im Lebenslauf ganz oben stehen muss. Hammergeil, Alter. Ja, ich finde das Ding auch hammergeil hier. Dann lass uns am Donnerstag zusammen gerne setzen. Super, super gerne. Damit wir da schon mal anfangen können, weil das wird ja so ein bisschen dauern. Ja, wird sehr dauern. Wer sind die denn jetzt? Alles klar. Ich bin im Auto mit dem 3-Stunden-Sitz zur Seite. Ja, was ist passiert? Also, Cosimo findet es ja schon die ganze Zeit nicht so geil, dass ich mich mit Nathalie so gut verstehe, weil er denkt, Melody ist eine Hure. Was? Also der Tenor ist eigentlich, dass Cosimo, glaube ich, schon die ganze Zeit einen Grund sucht, damit Nathalie nicht mit mir rumhängen darf, weil er denkt halt, weil ich halt meine Bilder online verkaufe und weil ich so freizügig bin. Ich bin ja jetzt noch relativ neu von Los Angeles wieder zurück in Deutschland und ich muss ganz ehrlich sagen, dass hier ein großer Unterschied ist, wie man wahrgenommen wird, wenn man irgendwas in dem Erotikbereich macht, offen. Mich verletzt es sehr, weil ich bin kein schlechterer Mensch dadurch. Uah. Entschuldigung. Oh, Bruder. Oh, ja. Es kommt gerade einfach zu dem Punkt, wo ich mir diesen Sexismus nicht mehr gefallen lassen kann. Ja. Weil Cosimo, der redet die ganze Zeit so runter und so redet so schlecht über, wie ich mein Geld verdiene und sowas. Ja, Cosimo soll nicht der Maßstab sein. Genau. Cosimo sollte echt nicht der Maßstab sein. Alter. Aber was ist jetzt meine Bilder? Ich glaube, das weiß er auch nicht so. Jeder soll machen, was er will. So, ich finde, sie ist jetzt nicht ein schlechterer Mensch deswegen. Aber ich kann auch verstehen, dass der Cosimo dann nicht unbedingt möchte, dass die Nathalie viel mit ihr abhängt. So. Färbt das ab, oder ja, was? Also, weiß auch nicht. Also, nochmal, was wirst du jetzt von dem erwarten? Von dem? Ja. Alter, da krieg ich einen Hass bei so einer Aussage. Könnte ich reinschlagen? Könnte ich dir meinen Lipgloss quer durch die Nase als Piercing ziehen? Ehrlich? Nee, wirklich, da werde ich wütend bei so einer als wenn das abfärbt. Wenn die Nathalie kein gestandene Persönlichkeit ist und sich auf so eine dann einlässt, was sie findet eigentlich, oder der Cosimo, selber schuld. Aber nur weil die eine nackt, also darf dann, färbt das dann, was soll das? Oh, wow. In gewissen Situationen so, das kann ich voll verstehen. Ach, nur, halt das Maul. Den Leuten nicht passt, wie ich mein Geld verdiene, ich will trotzdem diesen gleichen Respekt bekommen, den jeder Mann in einer hohen Position bekommt. Das verlange ich. Absolut. Ich habe für dieses Pärchen schon 4-stelligen Betrag ausgegeben und trotzdem, weißt du, wenn das mein Hurengeld ist, da, von meinen Internetbildern, dann kannst du aber davon essen teuer oder was. Ja, ja. So, da denke ich, rasiert, genau so sieht's aus. Wir haben viel gemacht und dann kommen wir irgendwie in eine Shisha-Bar und er sagt, ja, Melody, hier, willst du den? Oh, Melody, hier, nimm dir doch den. Und so die ganze Zeit, wenn wir rumhängen, und ich denke mir so, Alter, reicht doch irgendwann. Melody, wenn sie trinkt, ist nicht mehr Melody. Wo ich sage, so, okay. Melody ist geil. Wenn sie trinkt. Melody ist eigentlich cool, aber wenn die trinkt, ist dann ein ganz komischer Teufel. Oh, okay, vielleicht. Weißt du, wenn sie so trinkt. Diese zwei Seiten. Ja, du weißt okay. Nicht, wer was meint und ja. Siehst du, da hört man schon was ganz anderes raus. Ich meine, ich finde jetzt eigentlich nicht so, dass die Melody jetzt so die Typenaufreißerin ist. Ich habe das jetzt bisher nicht so mitbekommen, wenn man mal so unterwegs ist. Irgendwie ist sie eigentlich immer ruhig so, ne? Ich finde es nicht so, dass die irgendwie so nur darauf aus ist, irgendwie irgendwelche Typen zu klären. So. Ich glaube, die ist eigentlich sogar ganz anständig. Die tut nur immer so. Als das alles passiert ist, habe ich mir wirklich überlegt, ob ich jetzt zum Flughafen gehe und nach Amerika fliege. Ich wollte euch einfach Das hast du doch gesagt. Wir haben ja nur gequatscht. Ja. Du meintest doch so, du hast dir überlegt, ob du das machst. Ja.
Und es war auch ziemlich knapp, ehrlich gesagt. Ich wollte heute das Ding noch mit euch machen und dann gehen. Aber ich bin noch mal in mich gegangen und dachte mir, es ist, wenn ich jetzt fliehe davon, dass hier scheinbar ein schlechtes Frauenbild herrscht, dann ändere ich auch nichts daran. Eigentlich waren wir so Freunde, so, ne? Und jetzt, nachdem sie angegiftet hat, ist leider, ich weiß nicht, ich kann mir auch nicht mehr vorstellen, mit ihr privat befreundet zu sein. Ich mache mir viel Sorgen um den Zusammenhalt der Clique, weil die Situationen alle gerade nicht so gut sind. Wir haben super viele Spannungen, wir reden alle nicht drüber. Eigentlich hat man das Gefühl, Vanessa will gar nicht mehr kommen, wenn Diogo da ist. Ich will nicht kommen, wenn Cosimo da ist. Ich mache mir Sorgen. Deswegen hatte ich mir ein Zirkelkleid, um diese Scheiße nicht mehr zu haben. Weißt du? Ich will noch lange Freunde bleiben, ehrlich gesagt. Von jemandem jetzt wäre und ich würde da neu in diese Clique reinkommen. Ich weiß nicht, die wäre halt einfach ganz anders. Ach so, der bringt die Olle mit. Entschuldigung, seine holde Maid. Ich darf ja nicht mehr Olle sagen. Warum darfst du nicht mehr sagen? Nee, das habe ich mir selber verboten. Ich möchte das nicht mehr zu jemand anders sagen. Auch wenn ich das ja selber als nicht als beleidigend finde, weil ich sage es zu mir auch Olle. Aber holde Maid. Der hat seine holde Maid mitgebracht. Okay, und die Vanessa ist dabei. Bruder! Hallo. Oh Gott, das ist cringe. Oh nein, ey, sogar ich spüre das noch dadurch. Also ist halt wirklich blöd, wenn man sich jetzt gegenseitig ignoriert. Ne? Wie gesagt, wir sind eigentlich eine Clique. Wir sollen alle gemeinsam viel Spaß haben. Ja, aber wie denn? Und wenn dann 2, 3 oder 4 Personen sich irgendwie ignorieren, das ist einfach blöd. Und ja, aber so ist das Leben halt. So ist das reale Leben. Ja. Man versteht sich nicht immer. Hm. Und zum Beispiel bei Diogo und Vanessa kann ich das eigentlich total verstehen, weil die sind... waren in einer Beziehung, sind nicht im Guten auseinandergegangen. Ich würde auch nicht mit meinem Partner reden, der mich betrogen hat. Oder andersrum genauso. Und da hat er jetzt auch eine Freundin. Bei Melody und Cosimo, das kann man eigentlich klären, aber ich glaube, die mögen sich einfach nicht. Also ist halt sehr schade, ne? Aber ist ganz süß eigentlich, das ja, ne? Ja, lass mal losgehen, oder? Ja, was denn? Nee, ich... Sag's, FSK 12 konform. Nein, geht nicht. Dann geht lass nicht. Mal los, oder? Los, echt, ich wollte euch nicht so Soundcheck, dies, das, bla, bis gleich. Ja, ja, ich Was macht der Chris? Wir machen jetzt ein bisschen Soundcheck noch. Ja, der Chris passt da gar nicht rein, ich finde das auch. Proben ein bisschen und dann geht's auch schon ins Zelt. Deswegen können die anderen auf den... Aber man muss ja sein Geld verdienen, ne? Auf den Ruheplatz da gehen und wir gucken ein bisschen, dass wir das hinkriegen heute. Ah, alles klar. Er will doch gerade voll streiten. Warum? Was ist los? Cosimo schreit einfach von der Seite die ganze Zeit irgendwelche blöden Sachen in meine Richtung. Ja, ich will eigentlich nur hier sein. Ich will gar nichts mit ihm jetzt hier zu tun haben. Wir gehen hier einfach, wir haben Spaß. Aber was provoziert er denn die ganze Zeit? Vor allem, er ist derjenige, der im Unrecht ist. Warum fängt er dann noch an? Er kann froh sein, dass ich den Ball flach halte und nichts mache. Ich hasse Konfliktsituationen. Und für mich ist diese Spannung, die da schon herrscht, von beiden Seiten auch, das weiß ich, dass Cosimo sich auch so fühlt. Das ist für mich fast unerträglich. Also ich will dieser ganzen Thematik und ihm einfach von aus dem Weg gehen. Ich bin nicht der Mensch, der sagt, ey, ich mache jetzt Frieden mit jemand, nachdem er mit Bomben und Messer gestochen hat. Ja, aber was hat sie denn gestochen? Ich habe mein Umfeld gereinigt damals, gerade solche Leute, die diesen Charakter hatten. Ja, aber ich was denn? Solche genau. Freunde nicht haben. Worum geht's denn? Weil die ziehen mich runter. Erst recht Menschen, denen man hilft, obwohl die Probleme haben. Und nachhinein trotzdem noch am Rücken stechen. Ja, aber das was ist denn passiert, Freunde? Weiß das einer von euch? Oh, war der Swingerclub. Ja. Kommentiert das bitte mal unten rein, wenn ihr wisst, worum es da geht. Ist das sicher, das Ding? Ja, sicher. Ja? Ja, komm her, ich lade euch allein. Ja? Komm, geh uns die wilde Maus. Los, komm, gehen wir in die wilde Maus. Komm, wir gehen wilde Maus. Oder wir in den Mittelpunkt stehen. Ja, komm, wir gehen schon mal los. Wir gehen schon mal hier. Wilde Maus. Wilde Maus war ich mal drauf, ne? Im Erwachsenenalter. Danach habe ich voll Angst gehabt, Alter. Nie wieder diese Kurven. Ich dachte, ich flieg da runter. Los, ja, meine Frau. Ich weiß ja, mit dir im Freizeitpark geht auch nicht. Aber ich ging das eine Mal, ne? Wo wir waren. War voll okay. Mit Olli. Ja! Dings. Ja, ich kann mich ja zum Teil zusammenreißen, aber. Naja, ob es jetzt Sinn der Sache ist, sich zusammenreißen. Deswegen. Aber es war lustig. Ich musste auch lachen. Also, es war so. Ja, so ein Zwischending. Ja, ja, genau. Pass halt auf die Gesundheit von meinem Kind auf. Jetzt muss ich zugucken. Sehr gut. Vernünftig. Sehr vernünftig. Ich muss auch ehrlich sagen, ich bekomme gerade mit, dass er, glaube ich, gerade einen Konkurrenzkampf führt mit sich selbst und Nathalie alles kauft. Und es freut mich ja auch für Nathalie. Also wenn er denkt, wir haben jetzt irgendein Geldbeef am Start, das sehe ich nicht so, ist mich auch ganz lächerlich. Aber wenn dann Nathalie dann schöne Sachen schenkt, dann ist doch okay. Oh, cheers. Seid ihr bereit? Wo geht die Party ab? Okay, let's go. Seid ihr bereit? Der hat echt so eine Stimme dafür, ne? Der ist kein... Okay, let's go. Woo!
kann ich auch machen. Ich sagen, sonst würde ich Depressionen kriegen. Und ich weiß nicht, wie das ist, Depression zu bekommen, aber ich denke, ich glaube schon. Wenn ich merke, irgendwie ist auf meine Seele alles weg, dann bin ich nicht glücklich. Cosimo, wir hatten Spaß gehabt auf jeden Fall. Es war echt ein cooler Tag. Und dann mussten wir los, auch wegen Kevins und Cosimos Auftritt. Cosimo wartet auf mich und Nathalie ist auch dabei. Cosimo hat sich mal wieder Zeit genommen, mir die Haare zu schneiden. Ich freue mich drauf. Bruder, ach ja, der ist jetzt Friseur. So. Ich kann nicht so bleiben. Ich schwöre, es war Fehler herzukommen. Ich schwöre es dir, Alter. Das ist der Ex, so, wie sich die tausendmal besser aussehen. Ne? Boom, Junge, guck mal. Guck mal. Ey, das wird doch so geil aussehen, Alter. Was hat denn mit dem Mann, ey? Wenn einer dich plötzlich so ruft und sagt, ey, komm jetzt auf der Bühne, und die Leute feiern das in dem Moment, da kann ich auch nicht sagen, ich mach's jetzt nicht, weil ich kein Geld dafür kriege. Er wollte einfach nicht zahlen. Okay. Mhm. Ey, da geht's richtig ab, eigentlich richtig Drama. In der Folge davor war es jetzt nicht so Drama, aber in dieser war ja, da geht's ja richtig ab. Okay, ist jetzt nicht so schlecht gewesen zur Unterhaltung. Ich hab's mir jetzt doch wieder schlimmer vorgestellt. Freunde, wir haben uns das ganze Programm heute gegeben. Schreibt mir gerne unten rein, wenn ihr wisst, was da mit Cosimo und Melody wirklich vorgefallen ist. Habt ihr das irgendwie mitbekommen? Schreibt es gerne unten rein. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder zur Live-Reaktion. Freitags Real Life 20 Uhr, donnerstags Abend 20 Uhr Temptation Island, samstags Lifestyle und sonntags Reaktion der Trash-Bubble der ganzen Wochen über. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Woche dann. Macht die Jutschwenk. Tschüss zusammen.